Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir starten gleich in die nächste Mission der Vinland-Kampagne, nämlich Mexiko. Nach den Strapazen der Berge wollen sich die Wikinger in dieser schönen Gegend erholen. Aber es kommt anders. Hinter den Bergriesen tat sich eine weite Ebene auf. Saftige Wiesen säumten die Ufer eines Bergsees, dessen Wasser so klar war, dass man vom Ufer aus bis zum Grund sehen konnte. Die milden Temperaturen von Luft und Wasser ließen uns die klamme Kälte der Berghöhen rasch vergessen. Ich fand Büsche, deren rote Beeren süß wie Honig schmeckten, und ich aß davon, bis mir der Bauch schmerzte. Noch heute spüre ich ihren lieblichen Geschmack auf der Zunge, wenn ich die Augen schließe und mich daran erinnere. Mein Vater hatte mit den anderen Männern in der Zwischenzeit ein Hauptlager errichtet und die Reste unserer Vorräte dort eingelagert. Hier wollten wir uns nun von den Strapazen der letzten Etappe erholen und neue Kraft für die Weiterreise schöpfen. Und vielleicht würde uns Odin ja auch einen Hinweis auf den nächsten Sonnenstein schicken. Ja, finde einen Hinweis auf den nächsten Sonnenstein. So, erstmal pausieren. Und die Lautstärke regulieren. Gut, dass ich den Trick gelernt habe, so muss ich nicht mehr raustappen. Und die Aufnahme zwischendrin unterbrechen. Gut. Wir haben einen Fischer, der fischt. Und deine Frau, die da im Wohnzelt wohnt. Ja. Wir haben gerade mal zwei Frauen, merke ich gerade. Und wir haben jede Menge Gold und Steine hier und Lehm hier. Das ist schon mal schön. Bauarbeiter, Zivilist wird zum Kundschafter. Okay. Ja. Ja, wie? Ja, will. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir Ja. am besten. Ja, will. Unser Zeug errichten. Wo staub? Also ich weiß schon mal, wo die Lehmarbeiterhütte hin kann. Nämlich hier hin. Ja, will. Hier werden Obstbäume. Da wäre halt ein Fluss. Okay, Schafe würden wir auch hier unten finden. Also, soweit ich mich erinnere, ist das hier eine der schwierigsten Missionen. Ah, Bjarni ist erwachsen. Gut. Ich muss aber jetzt mal gucken, wo ich am besten Grünfläche finde für die Farm und alles. Ja, ein Jägerzelt sollte ich auch bauen. Am besten hier unten. Okay, ich weiß schon mal, wo wir Eisenerz auch herkriegen. Ne, ich denke, das Jägerzelt baue ich eher hier oben hin.
Hier sollte ich auf jeden Fall auch den Holzfäller hinsetzen. Da gleich daneben vielleicht. Nee, eher hier drüben. Hier so hin. Und ich glaube, meine Farm muss etwas außerhalb hier hin. Da müssen Mühle und Bäckerei hier hin. Noch kriegen wir zum Glück ein bisschen Nahrung durch Hafgrim, unserem Fischer. Wo das Spiel uns gleich mal von vornherein sagen will, da fischen. Okay, wir haben schon mal den Bauarbeiterberuf gelernt. Und ja, hier können wir dann unseren Bauernhof errichten. Ja. Und Piani wird gleich Farmer. Er hat Fischer gelernt, hier. Farmer, hier. Das Problem ist, wir haben wirklich wenig Wikinger diesmal. Ja, was haben wir? 4 Bauarbeiter. Wir haben einen Träger. Interessant, ja gut. Der kann erstmal weitertragen. Das heißt, du kriegst schon mal ein Kind, weil wir haben wirklich nur 2 Frauen gerade mal und 8 Männer. Ja, hier muss das Holz später weichen. Hier haben wir auf jeden Fall genug Holz, um den Holzfäller zu beschäftigen. Ist hier eigentlich schon der Kartenrand? Das sieht fast schon so aus, als ob hier der Kartenrand wäre, ja. Ich halte mich erstmal vom Süden fern, weil ich weiß nicht mehr genau, wie es war, also. Ja, im Süden werde ich was entdecken und das triggert dann etwas, soweit ich weiß, was uns Probleme machen könnte. Ja, wenn du unseren Farmer, späteren Bäcker heiraten möchtest, halte ich dich davon nicht ab. Ah ja, stimmt, es gibt 4 Fische hier im Gewässer. Oh, und du brauchst demnächst mal was zu essen, also werde ich dich wohl erstmal nach
Süden wieder schicken müssen. So, das typische wichtige Gebäude, noch die Schule. Ja, heute kommt sie mal da unten hin. Darwin? Ach ja, stimmt, die wollte ich zur Nahrung schicken. Wobei, es gibt hier ja genug Bärenbüsche. Die suchen Holz und Stein. Ach, wenn wir noch etwas Holz im Lager haben. Kann es mir gerade recht sein, wenn sie den Wildwuchs hier an Holz nehmen. Jo, du hast Träger erfunden, das ist sehr gut. Hingegen erreicht seinen Arbeitsplatz nicht mehr. So, Farmer ist erfunden worden. Einen Brunnen können wir hier oben bauen, das ist gut. Nicht einen Bauernhof, sondern... Oh, das Verfolgungsfenster, das brauchen wir nicht. Ich brauche eine Mühle. Wir könnten hier eine bauen. Ich hätte allerdings gerne... Ja, jetzt muss leider hier etwas Holz weichen, auch wenn du am... Achso, du bist Bauarbeiter. Ja, ich sehe, dass du Hunger hast. Und die sind ja eh noch mit der Schule beschäftigt. So, das sind drei Nahrungsdinger, die weg sind. Du gehst weg. So, und die Schule wird gebaut. Du hast hoffentlich bald ausgeschlafen, Brand. Du musst mir nämlich die Bäumchen wegmachen, leider. Nur die fünf. So, und jetzt noch den da.